kam raus. Habe ich schon wieder verdrängt. Okay. Rauskommende Wände. Für wen sind die ein Problem? Für Bob, den Baumeister vielleicht, aber nicht für uns. So. Alter, bist du behindert? So, mach doch den. Aha. So, einfach so. Und zack. Yay, alles rausgebrochen. Alles klar. Okay, jetzt müssen wir also hier ein bisschen vorsichtig sein. Was unsere Künste hier angeht. Verstehe nicht, wieso das hier noch funktioniert, wisst ihr? Nein! WTF, Entschuldigung, Leute. Ich habe gedacht, jetzt ist es aus. Da hinten seht ihr die Türme von Babel. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. So. Ah, hier oben sind wir dann auch schon angekommen. Bam und zack. Da ist er. Free the Luma is free. Oh mein Gott. Zack, zack, dam, dam. Oh mein Gott. Dum, dum, dum. Oh, vielen Dank dafür, dass du mich befreit hast. Endlich hat mir mal einer zugehört, ja. So ungefähr. Armer Luma, die hört nie ein Mensch zu. Schade. So, da ist die Kometenmünze da oben. Seht ihr sie schon? Ich hab sie gesehen. Lass mich doch mal hier durch. Ihr seid so blöd. So, dann muss ich nämlich auf diese Viecher hier drauf. Ja, Viecher ist gut gesagt. Da, 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 da. Und hier ist schon der halbe Boden kaputt. Wundert mich nicht. So. Ah, ne, das muss schneller gehen. Alter. Ah, okay, I understand, wie wir da hochkommen. We have to do something special. Und zwar das hier. Oh, knapp. So, okay. Jetzt können wir das ja relativ locker machen hier. Oh. Das ist nicht gut, was ihr da macht. Ich bin keiner von den Leuten in Ägypten da, diese Bazar-Leute, die hier euch mal eben locker auf Feuer, Kohle und was weiß ich nicht alles laufen. Oh nein. Haha, geschafft. Und zack. Einmal runtergeschossen. Oh nein. Was ist hier los? Haha. Oh mein Gott. Oh mein shitting goodness. Okay, hier sind wir auch vorbei. Geh hoch, so. Ei, Dinger einsammeln. Und? Ah! Oh mein Gott. Sauber. Ja, genau! Du verdammtes Mistvieh! Alter, wir müssen also da... Oh, was? Wieso kippt das? Was soll das denn? Kommt das wieder da runter? Ich wollte gerade sagen, ich wäre sonst einfach runtergesprungen. Da wäre ich aber genatzt gewesen, Leute. Dum, dum, dum. Okay. Das geht also wieder hier hoch.
Aha. Ja, geil. Ich wollte eigentlich hoch, aber egal. So. Da-da-dum, da-da-dum. Geh doch nach Hause einfach nur, ey. Wie schlecht ist das denn schon wieder? So, komm schon. Ja! Sauber, wir haben es geschafft, ey. Man muss sich wirklich, ich muss mich so konzentrieren bei diesen Kometensachen. Und bei diesen Kometenmünzen, bei diesen normalen Kometensachen, damit ich da keine Fails mache, Leute. Wir wollen ja relativ schnell und quick da durchkommen. Deswegen müssen wir uns konzentrieren. Oh, wir haben bald ganz gekonnte, gute, fette 100 Stars. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. So, eine neue Bestzeit. 6 Minuten 40 haben wir dafür fast gebraucht. Und da kommt eine neue Komete drauf. Och, jetzt geht da bestimmt alles viel, viel schneller und so, ne? Ja, ich kenne das doch. So, ein Kometenmünze müssen wir noch holen, glaube ich, ne? Dann haben wir wieder zwei. So, haben wir alles. Da müssen wir Fresnummer machen für. Haben wir auch alles. Und in die. Oh, das ist schon die S-Welt. Haben wir. Geil! Okay, Leute. Dann werden wir jetzt als nächstes, wo war's? Was hier? Die Rainer Kalmons mal kurz inspizieren. Ja, es war hier. So, jetzt muss ich zum Raumschiff gehen und nämlich meine Bank holen da, hier. Hör mal, Luma Bank, ich will aber fett Zinsen haben, hat einer gesagt, kriegt man keine Zinsen, ja, ist egal. Oder nur sehr wenig. Ja, ja, ich möchte keine Einlagen, ich möchte die jetzt gerne haben. Gibst du mir die? Ja, nimm dir deine Sternteile. Deinen Lagerstand. Ja, ich möchte auf mein Lager zugreifen. Mitnehmen. Und zwar nehme ich alle mit. Ha! 2000, ja, da müssen wir noch einiges sammeln. So, an, ja, da müssen wir noch richtig viel sammeln dann für den nächsten. Aber egal, Leute, egal. Wir haben ja noch Zeit. So. An Bord nehmen. Kommt sie mit? Finde ich aber nett von dir. So. Oh mein Gott, Meluma ist an Bord. Und wie habe ich es vermisst? La 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 la. Hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? La 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 la. Ich hab so einen großen Hunger. Hier kriegst du alle in die fette Fresse rein. Also nimm sie dir und halt die Fresse. Jetzt gleich verwandelt er sich wieder und ich hab den Müll hier liegen. Oh, wunderbar, ich bin voll. Na gut, dann wollen wir mal Verwandlung. Und jetzt wird er zum Super Saiyajin. Oh mein Gott. Zack. Und jetzt haben wir da so ein Ding hingemacht. Wow, was ist das denn? Eine Mega Nitro Special Jalexis. Alles klar, wir gehen drauf. Und auch hier gibt es natürlich eine Kometenmünze, die wir jetzt gleich zu Anfang mitnehmen wollen. Und ich hinterher nochmal da reingehen wollen. Da kann ich jetzt im Spiel gerade aber nicht nachgucken, wo das ist. Weil ich nicht weiß, wo die Welt da eingezeichnet ist. Und ich möchte mich aber auch noch nicht so fett spoilern. Jetzt wisst ihr, deswegen gucken wir erstmal selbst. Aha. Taku Karambolaga Lagegleiter. Aha. Interessant, interessant, interessant. Oh. Ach, sowas wieder. Hallo, Freund. Kann ich mit dir reden? Hör mal, warum will der nicht mit mir reden? Dieser Tuku-Gleiter, er kann dich leiden. Also darfst du dich an seinen Krallen hängen. Möchtest du mit dem Tuku-Gleiter fliegen? Ich will fliegen. Aber wenn du durch den großen Sonnenkranz am Ende segelst, gewinnst du, gewinnst du. Einfach ist es nicht. Nicht einfach. Aha, verwechselt dann die Dinger. Interessant. Wie ging das denn mit dem scheiß Tuku-Gleiter nochmal? Ey, hör mal, von Zeitbegrenzung habt ihr nichts gesagt, ihr Schweine. Ihr habt nur gesagt, wenn ich am Ende durch den Kranz fliege, habe ich gewonnen. So, jetzt müssen wir nach der Sternen-Dingens Ausschau halten.
Dum, 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 dum. Ah, geil. Hä? Verraten! Hm, genau. Ah, oh, mach mich nicht tot. Aua. Jetzt verstehe ich auch, warum wir diesen einen Dingens brauchen. Alter Schwede. Ach, wir hätten durch die Dinger gemusst, oder was? Durch alle Kranzdinger, oder wie? Oh, Alter. Hä? Ja, genau! Wie soll ich denn an die scheiß Münze kommen? Oh, das war knapp. Wie soll ich denn daran kommen? Ach du Scheiße, Leute. Wie sollen wir denn an die Kometenmünze kommen? Da kommt doch kein Schwein ran. Geflogen, geflogen. Und der Tuko-Gleiter freut sich auch. Hier, nimm dies, nimm dies. Wir danken dir, danke dir. Ja, wir danken dir. Und dann macht er das Danke dir. Dann setzt er das pro so ein Pronomen und dann vertauscht er das immer. Wisst ihr das? Ja, müssen wir nochmal machen. Wir brauchen den Kometenmünze. Dam, dam, dam. Gibt's denn hier im Spiel Orata die Galaxie? Wo ist denn die eingezeichnet? Ist hier nicht so drin, wie ich das gerne haben würde, Leute. Egal. Also die schießen ja von hinten, diese Dinger. Können wir mit dem Tuko-Gleiter eigentlich anhalten? Das weiß ich gerade gar nicht. Das weiß ich nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. Weil dann müssen wir davor warten irgendwie. Und dann müssen wir warten, bis die warten und dann uns gewartet haben. Ein Brief für dich. Herausforderung, schnell, schnell, wer ist der schnellste Vogel der Sturzfluggalaxie? Traust du dich, komm schon, komm schon! Nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal Kometenmünze holen, dann können wir hier Herausforderungs-Action machen. Mein Spiel wurde gesafft, okay. Ich wurde gesafft, ho, ho, ho. So, nochmal, ich hätte gerne die Kometenmünze auch noch dazu, weil das Komplettpaket ohne Kometenmünze ist kein Komplettpaket für mich, ne? Ich hoffe, da weißt du Bescheid, Leiter. Ach so, hier ist das gleich mit dem galaktischen Geschwindigkeitsrekord. Ja, das können wir gleich von mir aus machen. Oh nein, die Sonne kommt raus und stört mein Bild. Das geht nicht. Sonne wegmachen. So. So geht das nicht. Alles klar, Freunde. Wir sind da drin. Ich würde gerne mit dem Sturzfluggleiter Takaluka Lix fliegen. Tuko-Gleiter, möchtest du fliegen mit hängen? Er mag dich voll. Ja, möchtest du fliegen, bitte? Wenn du den großen Sonnenkranz am Ende segelst, gewinnst du. Einfach ist es nicht, nicht einfach. Ja, wir wissen es mittlerweile. Dim, dam, dim, dum. Wahoo! Ja, ihr habt euch hier ein sehr einfaches Level ausgedacht, wie ich nun sehe. Ach, verdammt. Ja, ist gut so, dass wir abgekackt sind, weil ich wollte ja den Pilz da oben haben. Wisst ihr das, Leute? Das wollte ich haben. Ja, wofür sind denn dann diese scheiß Kranzdinger da? Da muss man doch dann gar nicht reichen. Vor allem, achso, die Ballons, da sind Sternenteile drin. Wie war das? Ah, geil, ich habe mitgekriegt. Oh, alter Schwede, hab da wieder gar nicht übertrieben oder so, ne? Und hier muss ich jetzt wieder so einen langen Gleitflug machen. Lass mich mal in Ruhe. Ah. Ah. Wo war das denn jetzt? Ah ne, es kommt erst noch. Oh nein. Ja, ist ja schön, dass du zugehst, wenn ich da...